Das mit den Göttern ist schon eine großartige Sache. Das meinst du? Ach du, ich bin mir da ganz sicher. Da gab es zum Beispiel Zeus, den Gottvater über allen, eine strahlende Gestalt. Ein Athlet, der Blitze vom Himmel schleudern konnte. Zack, wenn ihm danach war. Wie sah der deiner Meinung nach aus? Strahlende Augen, eine wallende Mähne und Muskeln. Und ein Pferdegebiss. Hä? Ein Pferdegebiss, Hufe und ein Pferdeschweif. Wie kommst du denn jetzt darauf? Über Xenophanes, erster griechischer Aufklärer, hat den ganzen Götterhimmel zertrümmert. Aha, auch so ein Gott wie Zeus? Ganz im Gegenteil. Ein Mensch mit kühlem Kopf, der meinte, dass man im Grunde nichts Genaues wissen könnte. Wieso ein kühler Kopf, wenn er nichts wusste? Eines wusste er schon, dass die ganzen altgriechischen Götter letztendlich Projektionen der Menschen sind. Idealbilder aus menschlicher Perspektive. Der meinte also, dass die Götter nur menschliche Gestalt hätten, weil sie von Menschen ausgedacht wurden. Oh, und das Pferdegebiss? Und die Hufe und den Pferdeschweif hätten jene Götter, die sich Pferde ausdenken würden. Ob Pferde an Götter glauben? Weißt du's? Man müsste mal ein Pferd fragen, ob es gläubig ist. Ja?